Herr Schmidt, bitte beschreiben Sie das Aus- und Weiterbildungsangebot der Hochschule Mannheim mit Miracom. Ja, das Miracom-Konsortium, das hat im Rahmen der Medizininformatik-Initiative ein Aus- und Weiterbildungsprogramm konzipiert und im Oktober 2020 gestartet. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm Biomedizinische Informatik und Data Science, das ist an der Hochschule Mannheim verankert und wird von den Konsortialpartnern des Miracom-Konsortiums in der Durchführung unterstützt. Warum sind Sie auf der DMS Bax? Ja, wir sind hier, weil unser Klientel, unsere Zielgruppe überwiegend hier die Messe besucht und wir diesen Personen eine Möglichkeit bieten wollen, uns vor Ort direkt anzusprechen. Wir richten uns ja an Medizininformatiker, Bioinformatiker, medizinische Dokumentare und Natur- und Lebenswissenschaftler, die einen Bezug zur Medizin haben. Und ja, wir waren letztes Jahr auch schon da und wir haben positive Erfahrungen mitgenommen und deshalb sind wir natürlich wiedergekommen. Wie nehmen denn die Teilnehmenden 2023 ihr Angebot an? Also eigentlich sehr gut. Wir befinden uns jetzt gerade in der Bewerberphase. Ne? Das Studium startet ja immer zum Oktober hin. Also jetzt Oktober 2023 startet die nächste Kohorte. Und wir bieten aber auch Zertifikatskurse an. Und da muss ich sagen, haben wir dieses Jahr bereits ganz gute Ergebnisse erzielen können. Also bei uns kann man eigentlich alle 6 Wochen neue Angebote wahrnehmen und das passiert dann auch. Ja.